Dominic Thiem siegt zum Auftakt, Tom Brady feiert seinen 7. Super Bowl-Titel und Lewis Hamilton fährt ein weiteres Jahr für Mercedes. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Bei der WM in Cortina ist bereits am ersten Tag wegen starkem Schneefall die alpine Kombination der Damen abgesagt worden. Die Titelverteidigerin Wendy Holdener aus der Schweiz hätte den Kombislalom um 11 eröffnet. Um 14.30 Uhr wäre der Super-G gefolgt. Die ursprüngliche Reihenfolge wurde schon am Sonntag mit dem Versuch, den Bewerb zu retten, umgedreht. Für Österreich wären Franziska Gritsch, Ramona Siebenhofer, Ariane Redler und Katharina Huber am Start gewesen. Wann das Rennen nachgeholt wird, steht noch nicht offiziell fest. Als Reservetag ist der nächste Montag festgelegt. Das Rennprogramm bei der WM ist nun sehr dicht. 13 Rennen müssen in 13 Tagen stattfinden. Bereits morgen geht es in Cortina d'Ampezzo mit den beiden Super-G-Bewerben weiter. Um 10.30 Uhr starten die Damen, um 13 Uhr die Herren. Für Österreich gehen bei den Damen Tamara Tippler, Christine Scheier, Stefanie Venier und Ariane Redler an den Start. Bei den Herren schickt der ÖSV Vincent Kriechmeier, Matthias Mayer, Christian Walder und Max Franz in die erste Herrenentscheidung. Unser Herrenteam hat speziell mit Mayer und Kriechmeier gute Chancen auf eine Medaille. Die beiden ÖSV-Asse haben schon vergangenes Wochenende in Garmisch einen Doppelsieg gefeiert. Beim Auftakt der Australian Open hat sich Dominic Thiem in die zweite Runde gespielt. Beim 45,05 Millionen Euro dotierten Grand Slam Turnier hat er sich nach einem mühevollen ersten Satz den Sieg mit 7:6, 6:2 und 6:3 in 2 Stunden und 40 Minuten gegen den Kasachen Michael Kukushkin geholt. Der Vorjahresfinalist trifft nun am Mittwoch zum ersten Mal auf Dominik Köpfer. Der Deutsche ist aktuell 70. im Ranking. Im Gegensatz dazu muss Denis Novak weiterhin auf seinen ersten Einzelsieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Der 27-Jährige ist schon in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden. Er musste sich nach 2 Stunden und 17 Minuten mit 2:6, 4:6 und 6:7 gegen den Franzosen Adrian Manarino geschlagen geben. Der Österreicher will nach seiner Niederlage so schnell wie möglich zurück nach Hause. Superstar-Quarterback Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum Triumph im 55. Super Bowl geführt. Er holt sich damit seinen 7. Meistertitel. Das sind mehr, als sich jemals ein Club in der NFL geholt hat. Außerdem wird er zum 5. Mal zum MVP gewählt. Das Team aus Florida rund um Brady hat sich im Finale mit 31:9 gegen die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Sie haben ihre zweite Meisterschaft nach 2003 gewonnen. Die Kansas City Chiefs haben hingegen ihre Titelverteidigung und damit auch ihren 3. Titel verpasst. Die Einigung zwischen Lewis Hamilton und Mercedes ist nun offiziell. Der Formel-1-Weltmeister verlängert seinen Vertrag und wird auch 2021 im Cockpit bei den Silberpfeilen sitzen. Verdienen soll der Brite 40 Millionen Euro brutto pro Jahr. 2013 hat Hamilton bei Mercedes die Nachfolge von Michael Schumacher angetreten. Seitdem hat er mit den Silberpfeilen 6 seiner 7 WM-Titel geholt. Mit Hamiltons Vertragsverlängerung ist nun auch das letzte noch offene Cockpit für die Saison 2021 offiziell vergeben. In der englischen Premier League rückt für Liverpool die Titelverteidigung in weite Ferne. Die Reds verlieren gestern im Spitzenspiel gegen Manchester City klar mit 4:1. Mit diesem Sieg steht die Mannschaft von Pep Guardiola bereits mit 5 Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Manchester United an der Tabellenspitze. Liverpool hingegen liegt nur auf dem enttäuschenden 4. Platz. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.